Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Iron Man. So, das beging alles ein bisschen schneller, wie ich dachte, weil der Peon mich hier angegriffen hatte. Ich dachte, ich stehe hier eigentlich ein bisschen safe, war aber nicht so. Das hätte auch ins Auge gehen können. Ich wollte mir gerade einen Kaffee holen. Oh, oh. Na gut, das heißt, wir müssen jetzt Erz holen und wir müssen diese Vorarbeiter töten. Dann wollen wir mal. Da ist einer. Komm mal her, du. Gehen wir mal da rein, holen die. Oh, 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 da kommst du hier raus? Bitte nicht. Nein. Nein, nein. Ah, ne, die geht die andere Seite raus. Alter Falter. Was trichten die halt Erz raus, rein? Oh nein! Du! Boah, ich muss einmal. Einmal heilen. Alter! Was seid denn ihr für? Ne? Gibt's ja nicht. Quengellieschen hier. Oh, unleserlicher Brief. Okay. Können wir mal kurz hier hinbringen. Nachdem ich mich geheilt habe. Vielleicht gibt es da noch eine Aufgabe extra. Bitteschön. Ja, yeah, wir sind 32. Orgbrief zu Minks in der Sehr gut. Ach, die ist da drinne. Alles klar. So, wir haben eine neue Prankenhieb, haben wir gelernt. Können wir den Prankenhieb ja auch noch einbauen. So. Aber haben wir hier drin. Wunderbärchen. So, ich würde sagen, gehen wir da rein, gehen wir da rein. Ich glaube, wir sollten vielleicht doch lieber hier auf die Seite gehen. Aber wir sind jetzt 32. Das ist doch wunderbar. Dann würde ich nämlich sagen, wir gehen hier rein und holen uns... Oh, das ist doch ein Vorarbeiter. Die brauchen wir eigentlich, aber müssen da rein. Komm her, du nicht nehmen Erz. Warum nicht? Klar nehme ich dein Erz. Aber erst hau ich dir auf die Nase. Oh nein, jetzt kommt der andere auch noch. Das wird jetzt interessant. Das wird jetzt interessant. Zwei ist doch eine Nummer für sich. So. Alter. So, einmal schnell heilen, bevor der mich hier aus dem Leben lockt. Aber wir haben zweimal Erz. Ich glaube, das hier muss ich ein bisschen anders managen. Ich war meine Fähigkeit mehr, das ist schon mal gut. Ich meine, mit der hier können wir, muss ich sowieso ein bisschen aufpassen. Weil damit, das ist eine Gruppenschlagfähigkeit. Und Gruppenschlagen sind ist bei Iron Man ja so meh, ne? So. Ja, sollte man lassen. So. Komm her, du. Jetzt kommt schon. Wie viele laufen hier eigentlich? Wie viele kommen denn hier immer raus? Da kommt doch einer. Da kommt ja noch einer. Wie soll ich denn da durchkommen, wenn da immer wieder direkt dann respawn ist? Komme ich ja nie in die Höhle rein. So. Ich meine, die Vorarbeiter sind ja auch hier drin. Oh, ich traue mich nicht. Na, aber wir müssen. So. Aber wir müssen. So, komm her, Ork. So. Und dahin kommt schon wieder der nächste. Ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Wobei ich sollte vielleicht die Gruppenschlagfähigkeit wirklich nach hinten packen. Wobei hiermit kann ich auch Gruppen treffen. So.
Heilen. Nochmal heilen. Da hinten ist ein Vorarbeiter. Da ist ein Vorarbeiter, ne? Da war einer, der Erz trägt. Na, komm mal einen Meter runter hier. Oh, gehen wir ein Stück an die Seite. Eieiei. Na? Ach so, ich habe gehört, gerade nichts beschlagen. Wobei, ich könnte ja hiermit, ne? Damit kann ich immer schlagen. So, heilen. Erz mitnehmen. Uiuiuiui. Komm ich da dran? Jawohl, komm her, du Vorarbeiter-Mensch, du. Bevor der nächste mit dem Erz kommt, erstmal dich da wegnatzen, ne? Ach Gott, was freue ich mich. Ich muss mal demnächst gucken, wann gibt's das nächste. Dickes Fell kommt 34. Überlebensinstinkte, ach, super. Die kommen bald. Oh, was freue ich mir. Hier, heilen gibt's mit 40. Aufspießen mit 48. Anstachelndes Gebrüll, Eisenfell. Mit 70 können wir erst unterbrechen. Wow. Das natürlich. Ja, das ist halt die Tankskill. Da klappt das leider nicht so. So, einmal die Seite. Damit wir das Ärzte hier auf den Kopf kriegen. Einmal kurz einen Blick nach hinten. Gucken, ob da irgendwas drin ist, was wir gebrauchen könnten. So, wir müssen hier einmal rein hier und dann wieder raus hier. Und falls ihr euch fragt, warum ich diese Quest immer in diesen einzelnen Folgen mache, es dauert echt bei manchen lange, bis man hinten ist. Ja, ich muss mich quasi durch die... Bis die Quest fertig ist, muss ich ja sowieso ein bisschen prügeln. Hallo? Einfach mal ein bisschen gucken. Ist da jemand? Heilen? Da hinten ist ein Vorarbeiter. So, komm. Ja. Raus werden wir uns dann wahrscheinlich schleichen. Na, soweit es geht. Was ist da? Krachbumm? Er ist die Katze. Zack, Erz. So. Das hoffentlich macht er jetzt nicht alles down für mich, weil ich muss ja auch noch ein paar Mobs prügeln. Ja, er macht natürlich die Schleichekatze. Der ist wahrscheinlich jetzt an mir vorbeigeschlichen. Oder sind zwei? Zwei kann ich nicht machen. Ich kann nur einen. Jetzt hat sie doch beide, oder? Nee, ich habe nur einen. Problem ist, wenn ich selber die Typen nicht getötet habe, weiß ich ja auch nicht, wie hier der Respawn von den ganzen ist. So, heilen. Erz mitnehmen. Ich glaube, Vorarbeiter rennen auch noch draußen rum, ne? Genau, hier müsste, glaube ich, diejenige welche sein. Ach nee, die ist da. Unten oder oben? Muss ich gleich mal gucken. Erz ist hinter mir, das ist super. So, komm, stirb. So, wir nehmen das Erz. Wir heilen uns. Looten. Und laufen dann mal. Das ist ein Vorarbeiter. Aber der ist alleine. Gut. Der ist alleine. Wir gehen aber trotzdem mal so rum. Damit wir sehen, was hinter uns los ist. So. Ja, da ist gerade der Miezekatze. Der tötet gerade alles.
So, stirb, Vorarbeiter. So. Eigentlich könnte ich auch als Verstohlenheit laufen, ne? Würde wahrscheinlich auch ein bisschen was bringen. So, wo ist er jetzt lang? Einfach den Leichen folgen, würde ich sagen. Einfach den Leichen folgen. Er ist links rum. Hm, man hört's, man sieht's. Man liest es. Ich brauche... Oh Gott. Nee, nee, nee. Autsch. Na, ich hab doch einen abgekriegt. Naja, wir haben ja noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen halt nur gucken, dass wir auch rausgeschlichen kommen. Ich brauche noch 3 Vorarbeiter und ein Erz. Das heißt, die hier brauchen wir quasi nicht mehr töten. Außer wir müssen. Das ist nämlich das letzte Erz. Du nicht neben Erze. Den da brauche ich. Den hier brauche ich. Hier links ist auch noch einer. Das ist praktisch. Kann ich einmal heilen und dann... So. Zack. Heilen. Und der nächste Vorarbeiter. Komm raus. Wahrscheinlich steht hier rechts auch noch einer. Aber wir müssen auch gleich mal gucken. Wir haben hier rechts jemand und hier links. Ich glaube, wir müssen erst nach links gleich. Aber dafür muss ich, glaube ich, den Typen da wegnehmen. Der hier die ganze Zeit hin und her rennt mit dem Erz. Glaube ich. Oder komme ich hier so durch? Komme ich da so... Ja, könnte. Ja, könnte. Könnte klappen. Mach ich mich jetzt so und dann hole ich dich daher. Komm her, du. Da ist ein Minis. Ist das Begleitquest? Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste. Kommen hier oben auch noch welche? Bin mir noch nicht sicher. Ich glaube, ich muss Minx raus hier befreien, wa? Ey. Mal ganz kurz gucken. Bitteschön. Ah, wird's schon richtig. Quest beenden. Besetzt einen Orgbrief zu Bug. Alles klar. Du bleibst hier. Supi. Brauche ich ja mit... So, einmal die Kiste. Oha. So. Und dann... Hui! Ich muss seitdem ja noch vorbeischleichen. Ist das draußen das Ausrufezeichen? Ne, das ist hier links, ne? Das ist hier hinten, links. Oder bin ich schon wieder am Ausgang? Auch ich bin schon wieder am Ausgang. Guck dir das an. Hab mich schon einmal hier durchgeprügelt, ja? Hier. Schaut nicht nach oben. Einmal das Erz. Einmal das. Heißluftballon von Kromgar und versucht zu verhindern, dass er die Scherbenfeste zerstört. Okay. Hier muss ich mir irgendwas aussuchen. Nur mal das, wegen dem Silber. Der Weg des Bereiten. Damit sollen wir fahren, ja? Muss ich ja mal gucken, dass ich da auch hinkomme. Aber ich würde sagen... Das machen wir dann wieder in der nächsten Folge. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye.